Hallihallo und schönen guten Morgen aus München. Herzlich willkommen zum neuen Wochenvideo. Wie letzte Woche schon angekündigt, geht es hier direkt aus München weiter. Ich sag mal so, der Fernseher wird sich auch in meinem Wohnzimmer ganz gut machen. Ja, ich habe letzte Woche schon angekündigt, hier wahrscheinlich das letzte Coaching, bevor irgendwie der Lockdown komplett einschlägt. Allerdings mit hier Maskenpflicht und Abstand und so weiter. Ein Teilnehmer ist auch schon da, die Theresa. Und wir gehen heute zusammen den Content von den SOS-Kinderdörfern an. Und falls das für dich noch was ganz was Neues ist und noch überhaupt kein Thema, dann solltest du mal schleunigst da die Social-Media-Kanäle im Auge behalten. Denn da passiert gutes Zeug, was in Zukunft wahrscheinlich noch besser wird, aber jetzt auch schon von ihr sehr gut betreut wird. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Thema Videoschnitt sind wir gerade. Die Mädels und Jungs machen da echt einen unfassbar geilen Job, machen ganz viel damit. Später geht es auch noch ein bisschen Thema Social Media und so weiter. Aber jetzt erstmal hier schneiden mit Premiere, weil auch das wird von mir gecoacht. So, wir sind fertig. Mega geil, wieder ein Unternehmen fit gemacht in Sachen Video. Und diesmal sogar mit einem guten Hintergrund für einen guten Zweck sozusagen. Coole Sache. Und hier in München, ey, bestes Wetter. Bin mal gespannt, wie es in Nürnberg ist. Für mich geht es jetzt eine Stunde, eineinhalb. Mache ich mich jetzt auf dem Heimweg und dann ist Feierabend. So, und hiermit wird der Tag dann auch final beendet. Für eine Zugstrecke von einer Stunde, eineinhalb Stunden brauchen, schaffst du bloß mit der Deutschen Bahn. Jetzt freue ich mich noch mehr auf den Feierabend und daheim. War aber trotzdem ein toller Ausflug, was auch ja jetzt dieses kleine Schlamassel am Ende nicht trüben kann, konnte. War toll und ich komme gerne wieder. Einen schönen Donnerstagmorgen mittlerweile. Ja, die Woche ging schon wieder sauschnell vorbei. Gestern hatte ich einen ganz schlimmen Tag. Gestern war absolute Hölle. Denn gestern hat nicht nur arbeitsmäßig ganz wenig funktioniert, sondern es waren ja auch noch die US-Wahlen und die sind ein bisschen anders ausgefallen, als ich mir das tatsächlich erhofft hatte. Ich hab's fast befürchtet, dass es irgendwie so kommt und dass es knapp wird und denke, aber so, dass man den ganzen Tag hier bangen und Fingernägel knapp. Und ich weiß ja heute noch nicht, ob der rote Dolde endlich weg ist. Eieieiei. Davon lassen wir uns heute überhaupt nicht beeinflussen, denn heute ist Office-Tag, aber mal anders. Und wenn du jetzt denkst, hey, der hockt jetzt wieder da und nimmt irgendwie Videos auf, weil er hier Lampen und Kamera und Bildschirm und so weiter. Heute ist Workshop. Ja, und zwar online. Eigentlich wäre ich gestern schon nach Düsseldorf gefahren und hätte dafür ein sehr großes deutsches Finanzunternehmen einen Workshop geleitet. Zum Thema Content Creation. Ja, daraus wurde leider nichts, denn Corona hat mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt machen wir das Ganze online. Es kommen gleich 10 Leute bei mir hier auf den Bildschirm und dann werde ich denen mal den ganzen Tag was zum Thema Content Creation, vor allem mit Mobiltelefon, also mit einfachen Mitteln, erzählen. Geile Sache, freue ich mich drauf. Noch blöder ist eigentlich, dass ich nach Düsseldorf ja eigentlich direkt in die Sächsische Schweiz gefahren wäre. Da hätte ich einen Workshop gehabt, beziehungsweise ja, ein Mini-Bootcamp, Mini-Coaching, Mini-Ausflug für eine kleine Gruppe von Leuten. Und auch das musste natürlich leider abgesagt werden, weil jetzt gerade keiner reisen darf und weil sich keiner treffen darf und weil es natürlich auch nicht sinnvoll wäre. Ja, blöd. Das heißt, Wochenende daheim, aber morgen steht auch noch was Interessantes an. Aber jetzt machen wir hier erstmal Workshop. Bis später. Oh, Freunde, ey. Es war mega geil, hat richtig Spaß gemacht. Aber auch ultra anstrengend. Ey, 8 Stunden live über den Computer ist noch mal anstrengender, finde ich, wie live vor Leuten in einem Raum oder irgendwas. Ihr merkt auch an der Stimme, ja, die ist zwischenzeitlich auch mal kurz weg gewesen. Die ist echt am, ist es auch nicht mehr gewohnt, ja, muss man auch ganz klar sagen, da ganz Tages Workshops. Es ist ja seit Corona nicht mehr ganz so häufig der Fall. Aber war mega geil und die Mädels und der Junge und der Chef war auch mal mit drin. Hatten Spaß, haben viel mitgenommen. Bin sehr gespannt, was da demnächst bei denen auf dem Kanal so passiert. Also Targobank mal im Auge behalten. Ja, mittlerweile ist 9:30 und eigentlich wäre schon längst Feierabend, aber wie du siehst, es ist noch so ein bisschen was in Gange, denn ich habe jetzt gerade noch ein Video von mir selber machen müssen, eine Story von mir selbst. Jetzt sagst du, naja, vielleicht, das
Storys von dir selbst magst ja dauern noch den ganzen Tag. Ja, aber nicht so. Denn ich habe mir hier tatsächlich ein bisschen Mühe gegeben und habe mich von hier oben teilweise auf dem Sofa gefilmt, wie ich das iPad bediene. Es gibt nämlich mal wieder eine Werbekooperation mit Adobe. Und das könnte durchaus für den einen oder anderen hier auch noch interessant sein, denn Adobe hat so eine Art Pre-Black Friday Sale und verkauft das Foto-Abo für, ich glaube, 9,60 Euro oder irgendwie sowas. Da lohnt es sich nicht nur zuzuschlagen, sondern es lohnt sich dann auch, meine Werbung bzw. meine Story dazu anzuschauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also leichter habe ich noch kein Geld verdient. Danke Adobe, denn dafür Werbung zu machen, das geht ja runter wie, wie nennt man das? Wie, ich fast gesagt Schnaps, aber Schnaps geht nicht so. Wie geht denn das Sprichwort? Das geht ja runter wie Butter? Nee, wie Öl? Hä? Oh Gott, ist schon spät. Zum Glück hat bei der Werbung bzw. bei der Story alles gut funktioniert. Vor allem wollte ich da jetzt auch nicht nur einfach plump irgendwie Werbung machen und sagen, hey, hier gibt es ein Angebot, kauf das, sondern für jemanden wie ich, der das täglich benutzt, der ständig damit zu tun hat, der kann natürlich da auch den einen oder anderen Vorteil aufzeigen. Und das habe ich halt jetzt versucht, in 2, 3 Stories irgendwie schön zu verpacken. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Jetzt ist aber trotzdem Schluss für heute, denn morgen geht's schon wieder früh raus. Ich treffe mich nicht mit ohne Scheiß. Ich habe morgen ein Date mit. Du solltest dranbleiben, denn das darfst du nicht verpassen. Oh Gott, es ist echt spät. So oft habe ich mich ja noch nie verplappert. Also, bis morgen. Ich schlafe jetzt. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin jetzt mittlerweile hier schon im Rathaus und ich darf überhaupt nicht drüber reden, was ich hier mache, habe ich gerade erfahren. Es ist alles top secret. Wir sind da an was Coolem dran und sobald es irgendwas zu verraten gibt, dann sage ich natürlich auch Bescheid. Logisch. Aber jetzt ist erstmal Schicht und ich melde mich einfach heute Abend wieder. Eieiei, das wäre ein ganz schönes Malheur gewesen, wenn ich das verraten hätte. Wenn das Wochenvideo vielleicht vorher online gegangen wäre und ich hätte es nicht abgeklärt. Also man sollte immer abklären, wenn man irgendwelche Sachen veröffentlichen will. Also diese eine Person, top secret. Was ich sagen darf, ist, der Bürgermeister war auch dabei. Wir hatten echt einen coolen Drehtag, hat Spaß gemacht. Und die Woche ist eigentlich fast schon wieder vorbei. Eins muss ich dir noch zeigen, denn neben der Werbeaktion, die ich jetzt hier in der Story für Adobe gemacht habe, geht nochmal eine Aktion die Tage online, beziehungsweise ist schon online gegangen. Ja, die Werbung hat vielleicht der ein oder andere schon auf Social Media entdeckt. Die läuft europaweit, UK, Frankreich, Deutschland und so weiter. Meine Bilder, meine Edits sind dafür hergenommen worden. Das habe ich ja auch hier in einem Wochenvideo vor langer Zeit irgendwann mal gezeigt, woran ich da arbeite und durfte auch wieder nichts sagen. Jetzt ist es soweit. Die Werbeclips sind draußen, sind 4 Stück an der Zahl und die werden jetzt auf Instagram, Facebook, YouTube und so überall werden meine Edits jetzt hat in Werbungen ausgespielt. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Meins. Ja, und wie gesagt, davon gibt es 4 Stück. Falls du eines dieser 4 siehst, die sind alle ähnlich, die gleiche Melodie und so weiter, dann mach gerne einen Screenshot, schick's mir oder kommentier drunter mit meinem Link irgendwie, dass ich darauf aufmerksam gemacht werde. Würde mich mega freuen. Ich bin richtig rippig. Was war jetzt denn los? Ich bin richtig happy über das. Mal wieder eine geile Möglichkeit und hey, eine europaweite Kampagne mit Adobe, das wenn mir vor 10 Jahren einer gesagt hätte, hätte ich auch gedacht, was ist da denn los? Naja. Des Weiteren ist gestern auch endlich mal wieder eine neue Folge Gülaber, ja, die Podcast-Folge Gülaber online gegangen. Und wenn du dich fragst, wo ist die Denise eigentlich? Ja, die ist schon wieder in Mannheim, die ist schon wieder unterwegs, die kommt erst heute Abend wieder. Und wenn du dich jetzt fragst, ey, warum bist du jetzt gerade im Kühlschrank? Ja, ich muss mir jetzt Abendessen machen, es ist Sonntagabend, nämlich ich habe einen scheiß Hunger, deswegen beenden wir jetzt auch das Wochenvideo. Ich habe nichts. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Anschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ja, ich koche mir jetzt was Leckeres. Also, ciao, ciao.